Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner neuen Folge Dead by Daylight. Und ich bin als Zarina unterwegs und ich gehe aber mal ganz mutig direkt hier oben an den Generator. Oh nein. Oh nein. Ja, genau, deshalb. Das ist der Doktor. Verdammt. Wir haben Ruinen. Er hat den ersten. Sogar die Obsession. Ach Gott, dieser Sound vom Doktor, ne? Das ist anstrengend. Die erste Person liegt. Es ging relativ schnell. Aber als Killer brauchst du auch wirklich schnell einen Haken. Wenn du den ersten Haken hast, wenn schon zwei Generatoren an sind, wird es schwierig, die Runde noch für dich zu machen. Zu deinen Gunsten zu drehen. Er hat direkt jemanden gesehen. Ich würde jetzt hier gerne durchziehen. Ich weiß nicht, wo ist die andere Person im Generator. Wir haben Ruinen. Das ist blöd, wenn ich jetzt hier weggehe. Ich muss. Ach Gott, der hängt dort direkt auf. Macht er seinen Blast? Ja. Aber er kommt nicht hierher. Weil er direkt jemanden anderen gefunden hat. Okay. Ich glaube, das war die Person, die auch an dem Generator war. Ich kann immer nicht so richtig einschätzen, wie nah der ist. Dieser Sound von ihm, den finde ich wirklich... Ist hier vielleicht Ruin? Nee. Schade. Ist wirklich fies. Ich glaube, sein Blast kann auch nicht wieder fertig sein. Jetzt hat er jemanden aus dem Schrank gezogen. So, Kate, lass mich mal... Ist das Ruin? Nee. Er blastet... Okay. Oh, was? Bin ich hier der Sanitäter heute, oder wie? Gern Ruin weg. Das ist echt. Oh! Bunny Fang hat wen im Schlepptau. Die eine fällt gleich um. Unten mit ihrer tiefen Wunde. Wieso hat die eine tiefe Wunde? Hey? Oh. Uah! Warum hatte die eine tiefe Wunde? Borrow Time. Warum hat die sich nicht genesen? Mädel, warum... Verstehe nicht. Mir ist gerade zu hoch. Verstehe ich nicht. Was, sie war nicht AFK. Sie ist doch dann gekrabbelt. Hier Ruin. Da oben ist ein normales Totem. Das. Obwohl, lass mal den Generator machen, Mac.
Mac geht weg. Okay. Ach Gott, das wird schwierig. Die Generatoren. Die da hat schon gekämpft am Haken. Der Doktor ist direkt wieder da hinten. Ich glaube, mich hat er noch gar nicht gesehen, diese Runde. Aber alle anderen irgendwie schon. Es sind alle tot am Haken jetzt. Und ist direkt wieder abgefarmt. Ach, was macht ihr, Leute? Egal, das ist jetzt auch. Jetzt habe ich auch noch einen Skillcheck nicht getroffen. So, ich springe jetzt dort hinten rüber und mache das Totem weg. Wir haben immer noch Ruinen. Keine Ahnung, wo das Totem sein soll. Bist du? Gut, könnte Ruin sein. Aber da ist Ruin nicht. Okay, sie ist tot, soweit ich weiß. Fang. Ach, okay, dann kriegen wir wenigstens noch ein paar Punkte. Den Generator. Und er kommt hierher. Hätte auch das Totem sein können. Deswegen habe ich hier gerade kurz reinguckt. Und ich habe jetzt übrigens die ganze Zeit diesen Herzschlag so doll, weil ich wahnsinnig war, sozusagen. Muss man sich erst beruhigen, damit das wieder aufhört. Ich weiß, die Kate, glaube ich, die war gerade oben an dem Generator. Die habe ich gesehen, als Hütefriat oder so gestorben ist, weil die hatte Verwandt dabei. Da habe ich gesehen, dass die andere oben am Generator war. Wäre cool, wenn die den oben auch fertig macht. Ich würde jetzt ja gern zu dem Generator am Ausgang gehen. Ich gehe kurz in den Schrank. Falls er jetzt nämlich belastet, ruft es mich nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwo auch die Luke. Wäre cool zu wissen, wo. Er belastet nicht. Ich jetzt rausgehe, dann wird er blasten. Oh. Oh nein, jagt euch doch jetzt nicht hier. Ich muss aus dem Schrank raus, sonst kriege ich eine Krähe. Oh, er blastet. Sehr gut. Wow. Ach, das war jetzt ja blöd. Oh Gott. Blöd, aber irgendwie auch lustig. Ja,
Gut. Schade. Allein deshalb muss ich euch die Folge zeigen. Wirklich. Ich habe in die falsche Richtung geguckt und als ich das rote Licht gesehen habe, war es schon zu spät. Da hatte ich die Leertaste schon gedrückt zum Schrank verlassen. Jetzt bin ich am ersten Haken gestorben. Verdammt. Ich wollte die Luke suchen gehen. Ungünstig. Okay. Es war ein bisschen witzig, muss ich sagen. Also ich fand es lustig. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns sehr, sehr, sehr gern in der nächsten Folge Dead by Daylight und habt noch einen ganz tollen Tag. Macht's gut, bis dahin.